Festliche Musik für einen besonderen Anlass in der Asklepios Südpfalz Klinik in Kandel. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium und die Deutsche Stiftung Organtransplantation zeichneten die Klinik für ihr großes Engagement bei Organspenden aus. Staatssekretär Dennis Alt übergab am 10. November die Urkunde an Dr. Verena Memmer und Dr. Volker Moog. Die beiden Intensivmediziner arbeiten daran, dass potenzielle Spender schnell identifiziert und Angehörige betreut werden. Wir sind natürlich sehr dankbar, aber nicht nur wir beide, sondern eben unser komplettes Team, die Ärzte, die Pflege von der Intensivstation, vom OP, dass unsere Arbeit, die gesamte Arbeit als Team honoriert wird. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Diese erfolgreiche Arbeit war aber nur möglich, weil in Kandel das ärztliche und pflegerische Team eine Kultur der Organspende lebt. Und ich denke, die ersten 3 Jahre habe ich damit verbracht, so eine positive Kultur gegenüber Organspende zu implementieren. Das heißt, sowohl Frau Memmer als auch ich, und das ist auch heute noch so, adressieren halt Organspende immer positiv. Wir machen Fort- und Weiterbildungen für das Personal. Und ich glaube, gerade dieses positive Adressieren hat dazu geführt, dass viele Mitarbeiter einfach unseren Weg mitgehen. Klinikgeschäftsführer Frank Lambert freute sich, dass mit Kandel ein kleines Haus ausgezeichnet wird. Qualität bei der Organentnahme wird eben nicht nur in Großkliniken erbracht, ist er überzeugt. Das kann jede Klinik sein. Es funktioniert nur, wenn sich dessen jeder bewusst ist. Und es geht los auf den Intensivstationen, in den Notaufnahmen der Krankenhäuser. Und das ist unabhängig von der Größe, denn Patienten gibt es überall. Und entscheidend ist das Engagement, das Bewusstsein der Personen vor Ort. Von der rheinland-pfälzischen Landesregierung war Dennis Alt anwesend, der Staatssekretär vertrat den Gesundheitsminister. Dank der Organspender in Kandel können bisher 15 Menschen weiterleben. Ihnen wurden lebensrettende Organe eingepflanzt. Aber nicht nur das war ihm eine Auszeichnung wert. Kandel zeigt, dass gerade die kleinen Krankenhäuser einen sehr wichtigen Beitrag für die Organtransplantation leisten können. Hier in Kandel wird mit sehr hoher medizinischer Kompetenz und auch mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Fingerspitzengefühl an diesem Thema gearbeitet. Das ist beeindruckend und dafür hat das Krankenhaus heute eine ganz verdiente Auszeichnung erhalten. Die Deutsche Stiftung Organtransplantation, DSO, unterstützt die 1200 Entnahmekrankenhäuser in Deutschland bei allen Aufgaben rund um die Organspende. Die geschäftsführende Ärztin zeigte sich beeindruckt vom Engagement der Südpfalz-Klinik. Nun, dieses Thema ist immer präsent, ob ich auf der Intensivstation bin oder im Operationssaal bin. Wann immer es die Möglichkeit gibt, dass jemand Organspender sein kann, wird gefragt, wird sich dem Thema geöffnet und wird alles in die Wege geleitet, um zu klären, wollte der Verstorbene Organe spenden oder nicht. Und das wirkt sich im Prinzip auf alle in dieser Belegschaft aus und darunter verstehe ich diese Kultur der Organspende, die hier in Kandel wirklich spürbar ist. Weil es aber immer noch zu wenige Organspender gibt, sollen die politischen Rahmenbedingungen dafür verbessert werden, durch die sogenannte Widerspruchslösung. Aus unserer Sicht muss ein erneuter Anlauf für die Widerspruchslösung kommen, denn leider entscheiden sich zu wenige Menschen, ob sie nun Organe spenden wollen oder nicht. Wir wissen, dass viele diesem Gedanken sehr positiv gegenüberstehen, aber wir haben zu wenig dokumentierte Entscheidungen und das macht es im Fall der Fälle dann eben äußerst schwierig und ist einer der Hauptgründe dafür, dass in Deutschland auch im Vergleich mit den Nachbarländern leider viel zu wenig Organe transplantiert werden, um anderen Menschen helfen zu können. Allein in Rheinland-Pfalz warten noch 400 Menschen auf ein lebensrettendes Organ. Insgesamt gab es dort im vergangenen Jahr 33 Organspender. 3 davon kamen aus der Asklepios Südpfalz-Klinik in Kandel.